Hallo und herzlich willkommen zurück. Die letzten Bahnen der Wiese haben wir gleich geschafft. Dann können wir uns den Zetter holen und machen Stroh draus. Nee, Stroh. Stepp. Stroh, wie komme ich auf Stroh? Ja, bestimmt, weil wir Stroh brauchen. Also ich meinte ja Heu. So, ja, da müssen wir dann nochmal eben mal rum und dann haben wir es. Naja. So. Das ist Whack the Clay. So. Dann holen wir unseren Zetter. So. Ist ja lustig, ne? Der blaue, der schafft 35, der hat nur 32, hat aber ein paar PS mehr. Aber ist mir recht, wenn er dadurch Rambi die Dambi. So, fahren wir gleich mal über den Waschplatz, dass wir das Mähwerk gleich sauber kriegen. Nicht, dass wir uns Silage da herstellen. Da ist es schon die, keine Ahnung wie sie heißt, die arbeitet bei mir. Na. Da steht jetzt sogar was drauf. Super, jetzt erkennt man es wieder. Ah, das kippelt. Okay. Naja. Da kann man ja unseren guten Zetter aus dem Westen mal probieren. Da bin ich gespannt jetzt. War ja von Erich. Hoi, 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 hoi. Hallo? Ah, ich sollte ihn auch hochnehmen. Ich bin so richtig schlau manchmal. Naja, wieder was gelernt. Na, so. Huch. So. Na, ihr seht, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Das Fass steht jetzt auch hier drinnen. So. Dann gib ihm. Der Frosch ist immer noch da, der will nicht weggehen. Die ersten sind schon unterwegs und sind in der Kaufhalle oder in der HO. Ah ja. Hab ja gestern frisches Obst in die Kaufhalle geschafft.
Also keine Bananen, sonst hätte man die Schlangen gesehen. Ist nur Pflaume und so gewesen. Aber frisches Obst ist frisches Obst. Und frisches Obst, da kommt mehr was Kompost. Können wir ja dann bald wieder fahren, weil genügend Kompost da ist. Hoffe ich. Aber ich gehe mal stark von aus. Also die Kartoffeln waschen und oben zur Dieselproduktion, das wächst ja hoch. Naja. So. Klappen wir mal auf, dieses Teil. Nun schauen wir mal. Naja. Nice. Unser Heu. Wer hätte es gedacht? Ist doch schön. Uhu. 20 ist ja auch moderates Geschwindigkeits. Hatte ich nicht gedacht, dass der Blaue das nicht schafft. Ich habe es ja noch abends vor auf dem Hof ein Stück Wiese probiert mit allen Gerätschaften. Da hat es ohne Probleme geschafft. Aber da war halt eben keine Steigung oder dergleichen dabei. Ich denke mal, das wird es gewesen sein, weil mit Steigung hat es nicht so. Aber man sieht, es geht voran. Es geht wirklich voran, also. Es ist zwar langsam, aber es geht voran. Das freut mich. Wir haben jetzt ein Feld mehr. Ich war kurzzeitig gestern verleitet, statt dem Feld mir Tiere zu kaufen. Aber ich habe ja dann gesagt, was willst du mit Tieren? Du hast ja noch nicht mal die Fläche, um ausreichend Zeug anzubauen. Das ist ja immer so, gerade so vom Hand in die Mund, in den Mund, wenn man das so sagen kann. Und naja. Lieber erstmal das, weil die Tiere, die laufen dann von allein. Zumal kommt ja dann im Moment, tue ich einen Großteil des Strohs mit verfeuern. Dann für den Komposter, also für die Silage. Weil der verkehrt ja alles da drin. Klopst da rein, ist schön. Und dann noch, wenn dann noch die Tiere, wenn ich sage, dann das Stroh mal knapp wird. Wir bauen zwar an, weil wir brauchen ja den Weizen, aber der wächst ja auch noch. Dann Raps, Sonnenblumen etc. Dann lieber warten wir noch mal ein paar Tage,
Sie werden kommen, das ist gewiss. Schön, schön, schön. Selbst hier kommt der Motorrad hoch. Das ist echt nice. Echt nice. So. Jetzt schauen wir mal in die Richtung. Uhu. Oh Gott, sind wir ja auch gleich durch. Geht ja richtig fix. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Bin ich echt gespannt, was rauskommt, wenn wir dann sammeln. Ich denke mal, zum Sammeln werden wir aber unseren eigenen nehmen. Ich will das ja nicht überreizen, nicht, dass er dann der gute Nachbar uns da nichts mehr leiht, weil wir seine Gutmütigkeit überstrapazieren. Aber ich muss sagen, also für die nächste Kaufentscheidung, also kann man sagen, steht fest, der blaue kommt weg. Und so einer kommt her, der ist ja auch blau, der vereint ja rot und blau. Ja. Das ist ein Zeto. Ist ja nice, nice, nice. Haben ja zwei C-Tonen, also ein mit, der hat, ich glaube, der hat 160 PS. Und dann habe ich noch einen zweiten, das ist, der hat 100, das ist ein Kompakttraktor. Kompakt, kompakt. Hier, der hat 110, ja, 117 PS. Ja. Und den wir haben, der ist hier. Der kostet halt eben auch, ne? 95.000 im Grund. Aber vielleicht dann, ich habe ja insgesamt drei, zwei rote und einen blauen, dass wir den blauen gegen den eintauschen. Und dann einen von den roten noch auswechseln gegen den anderen, dass wir dann den einen dann halt eben als Hoftraktor da behalten, weil mit den anderen zwei kann man ja dann schon ein bisschen was machen. Aber ich will so viele Pläne, so wenig Zeit, so wenig Geld, alles nach und nach. Aber ich sehe, wir sind schon wieder fertig für heute. Die Zeit vergeht heute wieder wie im Flug, aber das macht sie ja bei jedem Mal.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da und bis bald.